Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dougie LP, und ich begrüße euch heute zu einer sehr coolen Folge, wo wir natürlich wieder mit der Story weitermachen. Ja, wie soll es auch anders sein, weil letzte Folge haben wir, wie ihr jetzt unschwer erkennen könnt, beide Lektionen fertig gemacht, also einmal Mimble Wimble und Arresto Momentum, und diese beiden Aufgaben habe ich deswegen in einer Folge reingequetscht, um das mal so zu formulieren, weil wir mit diesen beiden Aufgaben dieses komplette Event hier abgeschlossen haben, weil ich die roten Bücher brauchte, damit wir diese nackte Fee kaufen können, und ich kann nicht oft genug betonen, dass die nackt ist. Guckt euch an, Leute, die hat einfach nichts an. Also, eindrucksvoll, sehr interessant, und sie ist immer noch grimmig. Also ich glaube, wenn ich sie jetzt anfassen würde, dann wäre die Hogwarts-Polizei schneller vor meiner Haustüre, als ich bis drei zählen kann. Deswegen lasse ich sie erstmal nochmal ein bisschen entspannen und dann werde ich mich später um sie kümmern. Mein Boatschruckle ist ja mittlerweile nur noch scheu. Aber ja, er ist halt noch nicht so ganz safe, ob er mir trauen kann. Okay, also er kann mir natürlich trauen. Und in der heutigen Folge werden wir diese Hauptmission weitermachen. Und zwar müssen wir jetzt als allererstes Professor Ragpick auf dem Trainingsgelände treffen. Und ich würde sagen, nicht lange weiter blöd rumquatschen. Machen wir das mal. Let's go. Und was mir gerade auch noch aufgefallen ist, wir müssen sehr wahrscheinlich in dieser Folge wieder Edelsteine kaufen, weil ich habe das vor der letzten Folge vergessen und die Folge wird definitiv teurer werden als das, was wir noch haben. Aber naja, let's go mit dieser Aufgabe. Mit Professor Ragpick treffen. Oh, es ist alles schön weihnachtlich und es liegt Schnee und es ist so schön und oh mein Gott. Leute, bei uns liegt leider gerade im Real Life überhaupt gar kein Schnee. Es war jetzt vor 2-3 Tagen so, dass ein bisschen Schnee lag, aber der war leider noch nach einem Tag schon wieder weg. Und ja, hier auf Hogwarts sieht Schnee einfach so unfassbar schön aus. Ich liebe es, Leute. Hallo, Bill. Professor Ragpick hilft mir dabei, mich auf meine UTZ-E? Heißt das dann UTZ-E? Keine Ahnung. In der Verteidigung gegen die dunklen Künstler vorzubereiten. Also grammatikalisch ist das nicht ganz korrekt, Bill. Vielleicht solltest du erstmal bei deiner Grammatik anfangen und dann Verteidigung gegen die dunklen Künste lernen. Das wäre nämlich sinnvoll, wenn du die Aufgaben während der Arbeit auch lesen könntest. Ja, hallo Merula. Es ist schon viel zu lange her, seit wir uns in unseren epischen Schlachten gegenüberstanden, Granger. Ja, Merula, du hast jedes Mal verloren, also von mir aus gerne jetzt schon. Hallo, Jay? Dabei muss ich mich doch nicht wirklich körperlich anstrengen, oder? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist mir auch egal. Hallo, Professor Ragpick. Mr. Granger möchte zur Nocturngasse reisen, einem der gefährlichsten Orte in der Zaubererwelt. Holy shit, das hat Harry Potter mit 12 Jahren hingekriegt. Als meine ausgewählten Lehrlinge werden sie alle zu gefährlichen Orten reisen, um die verwunschenen Verliese zu finden. Ja, das ist klar. Also eine Lehrerin auf Hogwarts kann sich einfach irgendwelche Schüler gammeln, die dann lebensgefährliche Aufgaben für sie erledigen. Ja, nee, ist klar. Es liegt in meiner Verantwortung, ihnen nicht nur Selbstverteidigung beizubringen, sondern auch die Vernichtung ihrer Gegner zu lehren. Ja. Darf ich eine Frage stellen? Das nehme ich an. Warum bin ich hier? Ich habe mich dasselbe gefragt. Sie sind hier, Mr. Kim, weil ich es in meiner Rolle als Ihre Lehrerin in Verteidigung gegen die dunklen Künste nicht zulassen kann, dass Sie sterben. Sie treiben sich öfter in der Nocturngasse herum als jeder andere Schüler der Schule. Woher wissen Sie das? Und den Großteil Ihrer Zeit verbringen Sie zitternd in den dunklen Ecken des tropfenden Kessels. Woher wissen Sie das? Und das machen sie, weil sie nicht genügend Fähigkeiten haben, um einen Angriff der vielen Schurken in der Gasse abzuwehren. Okay, aber das weiß wirklich jeder. Ich werde ihnen beibringen, wie man sich verteidigt. Jedem von ihnen. Hey, Professor Ragpick, drehen Sie sich mal um, es liegt überall Schnee. Ist das nicht schön? Ich habe Ihnen bereits gezeigt, wie man die Zauberabwehr anwendet. Und nun machen wir uns daran, Ihre Fähigkeiten zu perfektionieren. Zu diesem Zweck teilen sie sich in Paare auf und wechseln sie sich ab, Flüche auszusprechen und diese dann entsprechend abzuwehren. Ich werde das Ganze natürlich genau beobachten und jedwede Fehler korrigieren. Mr. Granger, mit wem möchten Sie sich duellieren?
Jake Kim, Merulas Knight, Bill Weasley. Also ich würde sagen mit Merula, weil sie hat vorhin nach einem Duell gelächzt und ich will sie wieder quasi umbringen. Deswegen ja, Merula. Ich kämpfe gegen Merula. Wir werden sehen, ob sie tatsächlich so viel besser geworden ist, wie sie denkt. Jedes Mal, wenn ich denke, dass du gar nicht so dumm bist, wie ich dachte, beweist du mir das Gegenteil, Granger. Ja, das sagen meine Zuschauer auch immer. Gut, gut. Sehen wir mal, was sie in den Lektionen zur Zauberabwehr gelernt haben. Ja, ich glaube nix. Los geht's, Leute, starten. Okay, ich dachte, das wäre ein Duell, aber okay. Gut, alles klar. Das ist jetzt gerade ein bisschen deprimierend, weil ich dachte, wenn es ein Duell ist, dann kostet es keine Energiepunkte. Aber, ja, da habe ich die Rechnung nicht mit Hogwarts Mystery gemacht. War ja eigentlich schon fast klar. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass meine jetzigen Energiepunkte für diese Aufgabe ausreichen. Aber man weiß ja nie so genau. So, den ersten Stern haben wir auf jeden Fall. So, zuhören. Mit Jay sprechen, weil das Sinn macht bei einem Zweikampf gegen Merula. Ne? Ich meine, wir sind ja nicht schon abgelenkt genug durch die ganzen Zauber und alles. So, konzentrieren. Man kann das nicht so durchspammen, weil das immer ein bisschen braucht, bis mir das neue Ziel angezeigt wird. Das ist ein bisschen dämlich. Aber okay. So. Ah, ich glaube, es könnte knapp werden. Es könnte knapp werden mit den Energiepunkten. Naja. Es könnte sehr knapp werden. Ich glaube, nee, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Ja. So, jetzt habe ich noch insgesamt 5 Stück. Ja, einmal hier die 2. Und einmal hier die 3. Und lol, es reicht ganz knapp nicht. Manno. Okay, ja gut, dann muss ich jetzt nochmal gerade eben... Warte mal, wie viele habe ich... Oh, ja, klar, noch... Das ist jetzt bitter. Okay. Ja, Leute, dann hole ich mir erstmal so ein kleines Set. Die 10 müssten ja ausreichen. So, und dann nochmal hier. Und jetzt sollten wir die Aufgabe haben. Haben wir auch. So, dafür kriegen wir wieder Münzen. Gut gemacht, meine Lieben. Besonders Mr. Granger natürlich, der immer der Beste ist und der überall bevorzugt wird und quasi der erste Harry Potter ist, weil das Spiel das einfach so vorgibt. Das hat nicht wehgetan. Ich wollte so ein Gesicht ziehen und meinen Hals zerrenken. Ich wollte, also die Betonung war wieder scheiße. Ich bin auch angenehm von Ihren Anstrengungen überrascht, Mr. Kim. Sie können sich vielleicht beim nächsten Mal in der Nocturngasse aus den Schatten wagen. Ich bleibe doch lieber in den Schatten versteckt, aber danke für die Blumen. Zeigen Sie mir jetzt, wie man das Klonnetzwerk benutzt? Das haben Sie versprochen, sonst klatscht das, aber kein Beifall. Hm. Noch nicht, Mr. Granger. Sie haben bewiesen, dass Sie Gefahren abwehren können, aber wenn Sie diese Option nicht haben, müssen Sie sich schnell etwas anderes überlegen, um zu überleben. Stellen wir doch Ihre Improvisationskünste auf die Probe, und zwar gegen einen richtigen Gegner. Was soll das denn jetzt heißen? Was heißt denn richtiger Gegner? Mit Professor Rakepig treffen. Alles ist arrangiert. Wir sehen uns im Innenhof vom Glockenturm. Als ob ich mich jetzt gegen sie duellieren muss. Okay, alles klar. Ja, machen wir auch sofort, Leute. Ich muss mir aber erstmal was gönnen. So, ich nehme das Set hier. So, dann hoffen wir einfach mal, dass das jetzt für die Folge reicht. Also ich habe jetzt wieder 582 Edelsteine und jetzt werden wir uns wieder gönnen. So, und dann gehen wir jetzt mal zu Professor Rakepig, die uns sehr wahrscheinlich zu einem Duell herausfordern wird. Zumindest ermute ich das und ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Los geht's. So, einmal in den Innenhof und mit Professor Rakepig treffen. Oh, Leute, das sieht hier so schön aus. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott. Diese Schneekulisse, da kriegt man richtig Weihnachtsfeeling. Also dieses Let's Play hilft mir original dabei, Weihnachtsfeeling aufzubauen. Weil jetzt gerade, wo ich aufnehme, ist der 18. Dezember. Also ja, ich produziere viel vor, weil ich jetzt in ein paar Tagen umziehe. Und ja, ich bin zwar schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung, aber dieses Bild hier... Das Problem ist, ihr seht die Folge nach Weihnachten, ne? RIP. Auf jeden Fall RIP. Hallo, Argus Filch!
Etwas Schlimmeres wird bald geschehen, Mrs. Norris. Das weiß ich genau. Okay, hallo Professor Snape. Ich kann mich nicht erinnern, dass an Hogwarts je die Sonne geschienen hätte. Für mich liegt die Schuld bei Granger. Alles klar. Ja, sorry, dass ich die Sonne mit meinem fetten Kopf verdecke. Hallo, Ismelda. Ich frage mich, ob es möglich ist, einen Dementor zu zähmen. Ja, für dich bestimmt. Ja. Weil bei dir kann er sich ja nicht ernähren, ne? Hallo, Madam Rakepig. Was machen wir im Innenhof? Wenn Sie Flüche abwehren können, werden Sie die Nocturngasse überleben. Aber viel gefährlicher wird es auf der Suche nach den Verliesen. Es gibt jedoch viele Wege, ein hartes Gefecht zu überstehen. Manche sind eher unauffällig, manche brutal. Sie werden Ihren persönlichen Stil entwickeln und lernen, sofort instinktiv und wirksam zu reagieren. Wenn Sie ein amerikanischer Auror mir... wie ein amerikanischer Auror mir mal sagte, gibt es mehr als eine Möglichkeit, einem Kniesel das Fell abzuziehen. Das, finde ich, ist ein sehr gewagter Vergleich, meinem Rakepig. Das ist... beklemmend? Aha. Das Brechen von Flüchen und die Verteidigung gegen schwarze Magier ist kein Zuckerschlecken, Mr. Granger. Na gut, wie testen wir meine Instinkte und Reaktionen? Sehen Sie sich um. Überlegen Sie, wie man sie angreifen könnte und wie sie darauf reagieren könnten. Vor allen Dingen aber müssen wir sie das Unerwartete erwarten. Ach so, müssen Sie das Unerwartete erwarten. Ja, ja, alles klar. Gut, Leute, bitte keine 8 Stunden. Dankeschön, los geht's. So, dann erwarten wir mal das Unerwartete, Leute. Das ist sowieso der intelligenteste Satz, den man sagen kann. Weil wenn man etwas erwartet, was eigentlich unerwartet ist, ist es ja eigentlich erwartet, weil sonst hätte man es ja nicht erwartet. Dann kann es ja nicht unerwartet sein. Weil unerwartete Dinge erwartet man ja nicht. Aber wenn man es erwartet, dann hat man es ja erwartet. Und dann ist es ja nicht mehr unerwartet. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich denke schon. So, Leute. Also, nochmal zuhören. So, nochmal umsehen, Biesel. Ja, hoffen, dass die Energiepunkte reichen, sich nicht zu sehr abgezogen vom Spiel fühlen, Mrs. Norris durch den Innenhof treten, Ismelda in den Brunnen schubsen, zuhören, Argus Filch anspucken, ja, Madame Rakepig anspucken, nochmal Filch anspucken, Snape die Unterhose hochziehen, Snape den Umhang runterziehen, Mrs. Norris nochmal durch den Innenhof treten und da haben wir den vorletzten Stern bekommen und jetzt nochmal umsehen. Und konzentrieren. Und nochmal Mrs. Norris durch den Innenhof treten. Ach ja, und ich smell dann nochmal in den Brunnen schubsen. So, haben wir geschafft, Leute. Ich bin stolz auf mich. So, dafür kriegen wir wieder 50 Münzen einsammeln. Haben Sie Ihre Umgebung beobachtet und überlegt, wie Sie auf einen potenziellen Angriff reagieren würden? Ich glaube, ja. Aber ich dachte, wir testen meine Instinkte und Reaktionen. Ich dachte, Sie würden niemals fragen. Lacanum inflammari. Ja, klar. Das ist ja klar. Alles klar. Alles klar. Er steht einfach in Flammen, Leute. Ach, du heilige, geiles Thumbnail auf jeden Fall. Ist klar. Du Heilige. Keine Sorge, Professor. Ich finde das dreckige Biest, das getan hat. Er kommt in unsere Richtung und sieht recht wütend aus, Mr. Granger. Wie werden Sie sich gegen Mr. Filch verteidigen? Filch überlisten, einen Zaubersprechen, Animagus-Fähigkeit benutzen. Mann, das hätte ich jetzt mit Zaubersprechen genommen, aber okay, dann nehme ich meine Animagus-Fähigkeit. Sehr beeindruckend. Wer hat das getan? Wo ist er hin? Oh. Was reden Sie da? Ich könnte schwören, dass ich eben neben Ihnen einen Schüler gesehen habe. Und jetzt sehe ich nur noch diesen hässlichen Vogel. Kreisch! Fauch! Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Sie lügen mich besser nicht an. Oh. Wie bitte? Nichts, Entschuldigung, Professor. Ihnen und Ihrem hässlichen Tier noch einen schönen Tag. Alter, hat er mich gerade ein Tier genannt? Ich bin sehr beeindruckt, Mr. Granger. Dankeschön. Ich habe ja nicht umsonst die Animagus-Fähigkeit gelernt, ne? Mir war nicht klar, dass Sie ein Animagus sind.
Ich benutze die Fähigkeit nicht oft, aber es macht mir immer wieder Spaß. Es macht nicht nur Spaß, sondern kommt auch unerwartet und ist höchst wirksam. 20 Punkte für Hufflepuff. Yeah, Leute, mal die richtige Entscheidung getroffen. Sehen wir nun, ob sie sich gegen einen sehr viel gefährlicheren Feind verteidigen können. Okay, Leute. Hoffe ich mal, dass das klappt. Gehen Sie zum Waldhain. Es ist für Sie eine Zeit, sich mit Ihrem mächtigsten Gegenspieler zu messen. Wer das wohl ist, Leute. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge machen. Denn, ja. Sonst klappt das mit den Energiepunkten nicht mehr, Leute. Bin jetzt gerade am Überlegen. Wir haben keine andere Aufgabe mehr. Nur noch halt diese Hauptaufgabe. Tiere wollen nicht gefüttert werden. Und dann, ja, bleibt uns halt nur noch die Aufmerksamkeit darauf. Wir können Empathiepunkte nochmal ein paar freischalten. Demnächst. Das ist auch noch eine wichtige Aufgabe. Aber ansonsten sind wir eigentlich ziemlich gut ausgestattet mit allem. Nee, Leute, dann würde ich sagen, machen wir das nächste Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefreut, Snape mal brennen zu sehen. Weil gut, das haben wir im ersten Teil von Harry Potter auch. Aber da hat halt nur sein Umhang gebrannt. Und jetzt sah es so aus, als stand er wirklich in Flammen. Echt coole Sache. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal unten auf dem Logo. Und seid auch gerne wieder nächste Folge am Samstag um 14 Uhr am Start. Ich freue mich auf euch. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Und ja, ciao zusammen.